Eine fortgeschrittene Tumorerkrankung führt häufig zu Veränderungen von Blutwerten. Zum Beispiel können Lebermetastasen zu erhöhten Leberwerten führen oder Knochenmetastasen zu erhöhten Kalziumwerten. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass eine Tumorerkrankung entsteht oder rezidiviert, ohne dass die Standardblutabnahmen verändert sind. Eine reine Bestimmung von Blutwerten ist also zur Vor- oder Nachsorge von Tumorerkrankungen nicht geeignet. Hier gibt es keine allgemeingültige Regel. Normalerweise wird ein großes Blutbild sowie die Funktion von Leber und Niere sowie die Blutsalze bestimmt inklusive Kalzium. Der Hintergedanke ist allerdings weniger, dass man die Tumorerkrankung damit diagnostizieren kann, als vielmehr, dass dadurch die Belastbarkeit für eine Therapie überprüft werden kann, sowie der allgemeine Gesundheitszustand der Patientin. Eine frühe Brustkrebserkrankung führt in der Regel nicht zu veränderten Blutwerten. Auch eine metastasierte Erkrankung kann ohne veränderte Blutwerte auftreten. Erst bei einer fortgeschrittenen Metastasierung werden in der Regel veränderte Blutwerte gemessen, unter anderem erhöhte Leberwerte oder erhöhte Kalziumwerte. Die häufigsten Blutbildveränderungen, die bei Patientinnen mit Brustkrebs festgestellt werden können, sind therapieassoziiert. Einerseits kann eine Chemotherapie, aber auch andererseits zielgerichtete Therapien wie eine CDK4/6-Inhibitortherapie zu Blutbildveränderungen führen. Hier können einerseits Leukopenien, also ein Mangel an weißen Blutkörperchen, auftreten, aber auch Thrombopenien, also ein Mangel an Thrombozyten, Blutplättchen, sowie eine Anämie, eine Blutarmut, das heißt ein Mangel an roten Blutkörperchen. Vor dem Start einer Krebstherapie sollten in jedem Fall Blutwerte kontrolliert werden, um die Organfunktion festzustellen. Sollte eine Chemotherapie gestartet werden, wird zudem im Rahmen jedes Therapiezyklus und manchmal auch dazwischen eine Blutbildkontrolle angeordnet, um das Ansprechen auf die Therapie, aber vor allem um Nebenwirkungen, zum Beispiel Blutbildveränderungen durch die Chemotherapie detektieren zu können. Ja, schlechte Blutwerte erholen sich in der Regel selbst, insbesondere wenn die Veränderungen therapieassoziiert sind. Eine dauerhafte Schädigung der Blutzusammensetzung ist in der Regel nicht zu erwarten. In Einzelfällen kann eine vorbestehende genetische Disposition oder eine vorbestehende, aber nicht erkannte Knochenmarkserkrankung dazu führen, dass Blutbildveränderungen langfristig bestehen bleiben. In der Regel erholt sich das Blutbild allerdings innerhalb kurzer Zeit, wenn die Veränderungen therapieassoziiert sind.